Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute gibt es den Guide zu der neuen Arena Meer von Takaro und die Lösung für alle Geheimnisse in der Region. Los geht es als erstes mit der Arena. Die neue Arena ist recht simpel und es geht lediglich darum, Echos in der Wassersäule ganz nach oben zu bringen. Die Lösung, die ich zeige, ist für diejenigen gedacht, die es solo machen wollen und damit die Gewichte benutzen, um die Druckplatten zu aktivieren. In einer Gruppe könnt ihr logischerweise auf die Gewichte verzichten, da eure Teammates sich auf die Platten einfach draufstellen können. Startet bei dem Echo-Behälter, welcher zentral auf dem äußeren Ring der Arena steht. Entnehmt dort das Echo und lauft von dort aus nach Osten in das erste kleine Gebäude. Dort findet ihr ein Gewicht. Hebt dieses auf und lauft nun weiter Richtung Osten bis zur ersten Druckplatte. Platziert auf der ersten Druckplatte einfach euer Gewicht. Ihr werdet merken, danach wird sich eine Barriere ein wenig von euch öffnen, durch die ihr dann hindurchgehen könnt. Seid ihr in dem neuen Gebäude, dann hebt einfach das Gewicht auf, welches sich darin befindet und entnehmt zusätzlich noch das Echo aus dem Echo-Behälter. Nun müsst ihr einmal komplett auf die andere Seite der Arena laufen, aber denkt daran, nicht durch die Barrieren gehen, ansonsten verliert ihr eure Echos und auch das Gewicht. Auf der anderen Seite angekommen, findet ihr eine zweite Druckplatte. Platziert dort wieder das Gewicht. Nachdem ihr das gemacht habt, öffnet sich eine weitere Barriere und ihr geht in dem neuen Gebäude genauso wie vor wie im ersten, sammelt das Echo ein und auch das Gewicht. Lauft nun zur letzten Druckplatte, welche sich direkt neben dem Kristall befindet und stellt das Gewicht auf diese Platte drauf. Solltet ihr alle Gewichte platziert haben, dann wird die Wassersäule begehbar werden und ihr könnt dort dann einfach ganz nach oben fliegen bzw. schwimmen. Ganz oben angekommen werden euch die Echos entfernt und ihr könnt den Kristall zerstören und im Großen und Ganzen habt ihr damit dann die Arena auch schon geschafft. Aber wie in jeder Arena gibt es auch hier wieder einen Arena-Boss und diesen zu beschwören ist ebenfalls super simpel. Nachdem ihr die drei Echos komplett nach oben in der Wassersäule gebracht habt, verliert ihr diese ja wieder. Und die Echos tauchen wieder in den Echo-Behältern auf, aus denen ihr sie vorher entfernt habt. Fliegt nun noch einmal einfach jeden Echo-Behälter einmal ab und sammelt die Echos wieder ein. Habt ihr wieder alle drei Echos, fliegt in der Wassersäule einfach wieder komplett nach oben und schon spawnt der Mini-Boss Takaro. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr wirklich die Arena zu 100% abgeschlossen. Alles super easy und auch alleine dauert es kaum länger als 3 Minuten. Nun kommen wir noch zu den Geheimnissen in der Region. Es gibt insgesamt drei Geheimnisse in der Region, wovon zwei Kristalle sind und eins ist eine Statue. Der erste Kristall befindet sich direkt neben der Arena. Fliegt einfach von der Arena aus nach Westen Richtung der Höhle und sammelt dort auf der Ruine die Bombe ein. Danach einfach von der Ruine springen und wenige Metern von der Ruine entfernt, werdet ihr auch schon den Kristall automatisch in einer Ecke entdecken können. Platziert die Bombe und das war's dann auch schon, so habt ihr den ersten Kristall schon gelöst. Die Statue ist ebenfalls direkt neben der Arena. Fliegt einfach von der Arena aus Richtung des Tunnels, welcher zu Vera führen würde. Kurz vor der Höhle ist ein eingestürztes Haus mit einer Druckplatte drin. Stellt euch einfach auf die Druckplatte und schon werdet ihr die Statue automatisch sehen, da sie plötzlich leuchtet. Für den zweiten und letzten Kristall müsst ihr in die Höhle fliegen, welche zu Vera führt. Nach wenigen Metern gibt es rechts in der Wand eine kleine Einsparung, in der ein Teleporter ist. Direkt hinter dem Teleporter ist dann auch schon die Bombe, welche ihr benötigt. Sammelt diese einfach auf und lauft nun einfach weiter die Höhle Richtung Vera entlang und schon kommt ihr automatisch irgendwann an dem Kristall vorbei. Platziert wieder die Bombe, lasst ihn explodieren und das war es, ihr habt alle Geheimnisse in der Region auch schon gelöst. Die neue Region ist wohl die Region mit den wenigsten Geheimnissen. Nichtsdestotrotz würde ich jedes Geheimnis mitnehmen, vor allem weil sie wirklich alle auf dem Weg direkt zu Vera liegen. Man braucht absolut keinen Umweg machen und die Punkte sind dann auf alle Fälle mal wert. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig helfen, falls ihr ein paar Probleme in der neuen Region hattet. Ansonsten war es das soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld. Euer Chef.